Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Mittwoch, der 13. März 2019. Mein Name ist Norbert Giso. Die Sonne in den Fischen, heute im 23. Grad der Fische, also noch eine Woche bis zum Eintritt in den Widder, macht interessante Aspekte. Sie steht heute Nachmittag im Sextil, also im schwach harmonischen Aspekt zu Pluto im Steinbock. Und morgen am Donnerstag, also in der Nacht zum Donnerstag, dann im Quadrat zu Jupiter im Schützen. Das bedeutet, die Sonne Sextil zum Pluto bedeutet irgendwie Wandlungsprozesse und auch der Blick vielleicht auf manche Schattenaspekte von uns, denn die sind ja auch immer da, sind jetzt leichter zu bewerkstelligen. Das Sextil zum Pluto macht es leichter, bestimmte Wandlungsprozesse anzugehen oder erstmal für möglich zu halten. Wichtig ist ja immer erstmal, dass wenn wir etwas in unserem Leben verändern wollen, dass wir immer erstmal sozusagen die geistige Erlaubnis einholen, sprich, dass wir uns geistig darauf einstellen, Ja dazu sagen. Das Quadrat zum Jupiter, was ja dann in der Nacht zum Donnerstag perfekt ist, gibt im Grunde viele Möglichkeiten. Jupiter ist ja der Planet der Fülle, der Möglichkeiten, auch der Sinngebung. Auch wenn das Quadrat zum Jupiter vielleicht manche Möglichkeiten übersteigert, ist es doch so, dass dies auch ein guter Tag sein kann, um einmal über die Sinngebung in unserem Leben nachzudenken, vielleicht philosophische Gedanken anzuregen und vielleicht auch in der einen oder anderen Richtung zu investieren, ohne natürlich irgendwie jeglichen Halt zu verlieren, sondern das genau zu überlegen. Denn weiterhin natürlich, und das werde ich wohl in den nächsten Tagen jedes Mal sagen müssen, ist Merkur hier in den Fischen, jetzt im 26. Grad rückläufig. Sonne und Merkur bewegen sich aufeinander zu, treffen sich am Freitag. Noch läuft Merkur also vor der Sonne. Und Freitag treffen sich, die beide laufen aufeinander zu, was eben auch bedeutet, dass hier der rückläufige Merkur noch mehr Kraft bekommt, was eben auch bedeutet, wir müssen vorsichtig sein, dass wir die Möglichkeiten, die sich uns bieten, dass wir die nicht in den falschen Bereichen suchen und dass wir auch weiterhin vorsichtig sind im Bereich Kommunikation, also sowohl das, was wir uns erzählen, denn wir können uns auch selber die Hucke voll lügen, oder uns selbst täuschen oder uns Dinge so zurechtdenken, wie wir es gerne hätten. In vielen Situationen ist es aber viel sinnvoller, die Dinge wirklich klar zu sehen und uns nicht sozusagen zu täuschen. Und auch in der Kommunikation mit anderen kann das letzte Wort noch nicht gesprochen sein. Hier gilt es in den nächsten Tagen und Wochen noch einiges aufzuarbeiten. Der Mond ist im Zeichen Zwillinge, wo er noch bleiben wird, bis zum Donnerstagabend, also morgen am Donnerstagabend um 22.50 Uhr geht es in den Krebs. Also diesen emotionalen Wechsel, den Wechsel in das emotionale Zeichen Krebs werden viele dann gar nicht mitbekommen. Das bedeutet, wir haben heute am Mittwoch und den größten Teil des Donnerstags Mond im Zwilling. Was eben auch bedeutet, Mond im Zwilling ist eben auch der Wunsch danach, Informationen einzusammeln, zu kommunizieren, Austausch zu haben. Soziale Kontakte sind hier ganz wichtig, sozusagen. Also wer mit sich alleine ist, dem fällt das mit Mondzwilling vielleicht eher auch negativ auf, weil ihm vielleicht auch Gesprächspartner fehlen. Mit Mond im Zwilling können wir die Dinge auch mal etwas lockerer und leichter angehen, es einfach mal versuchen. Es hat dann oft nicht so starke Auswirkungen dabei. Ist aber auch natürlich Mondzwilling auch Kopf angeregt, sodass hier Bereich Kommunikation, Wissenserwerb, Informationsaustausch ganz, ganz oben, ganz, ganz vorne steht. Wie gesagt, heute und morgen Mond im Zwilling, dann sozusagen geht es weiter in den Krebs. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Mittwoch und sage Tschüss, bis morgen.